Hallo, ich bin Oliver aus Hamburg und ich habe heute euch ein kleines ernstes Thema zu besprechen. Und zwar geht es um das Ausbeuten von offenen Online-Plattformen. Und da das vielleicht ein bisschen sperrig ist, fange ich einfach mit einer kleinen Analogie an. Also stellt euch vor, ihr seid SchäferInnen und als solche habt ihr wahrscheinlich auch Schafe, sonst wärt ihr wahrscheinlich keine SchäferInnen. Und das Schöne für euch, es gibt ja eine große grüne Weide ohne Zaun, ohne Tore und ihr dürft da eure Schafe drauf bringen und die können da kostenlos fressen. Das ist grünes Gras, es wächst sehr schnell und alle eure Schafe werden satt, das ist super. Erster kleiner Haken, das dürfen auch andere SchäferInnen, aber es ist wirklich nur ein kleiner Haken, weil es vielleicht ein bisschen Gedränge manchmal gibt, aber die Wiese ist groß genug und alle Schafe werden immer noch satt. Das Gras wächst schnell genug nach. So, jetzt gibt es zwei Probleme bei der ganzen Geschichte. Erstes Problem, einige der SchäferInnen, so ist das halt typischerweise, denken sich dann, das ist ja prima, kostenloses Gras für meine Schafe, dann schaffe ich mir doch einfach noch ein paar mehr an, die kann ich dann ja auch da kostenlos füttern und verdiene dann vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil ich dann mehr Wolle habe, die ich verkaufen kann. Ne? Erstes Problem. Zweites Problem, nicht nur die SchäferInnen, die da jetzt drauf sind, denken sich das vielleicht, sondern noch weitere. Das heißt, da kommen noch weitere dazu. Und irgendwann sind einfach auf der Wiese so viele Schafe drauf, dass das Gras nicht mehr schnell genug nachwachsen kann. Es wird platt getrampelt und es gibt kein Gras mehr und eure Schafe verhungern elendig. Das ist tragisch und dieses Beispiel nennt man das aber auch Tragik der Allmende. Das heißt, wenn man so ein Gut hat, wo jeder drauf zugreifen kann, und wo man aber um etwas konkurriert, nämlich in dem Fall um das Gras, dann setzt einfach so ein Effekt ein. Ich habe beobachtet, dass es etwas Ähnliches auch in der Welt der offenen Online-Plattformen gibt. Und deshalb nenne ich das Tragik der Offenheit. Also was meine ich damit? Ihr kennt bestimmt Plattformen wie Flinger und Padlet oder Learning Apps oder h5p.org und die benutzt ihr vielleicht sogar. Und das ist quasi eure Weide. Das heißt, ihr könnt da Inhalte erstellen und mit anderen teilen und eure Schülerinnen und Schüler, die können damit arbeiten. Tolle Sache, ne? Das Problem ist, genau wie bei dem anderen, bei der Weide, das denkt nicht nur ihr euch, sondern das denken sich viele andere Leute. So, und was passiert im Hintergrund? Ihr konkurriert natürlich um den Speicherplatz, um die Rechenleistung der Server, um die Bandbreite und irgendwann ist das Ganze aufgebraucht und die Dienste funktionieren nicht mehr. Das heißt, Websites sind dann zum Beispiel nicht mehr zu erreichen. Ist vielleicht auch erstmal nicht so schlimm, dann sagt ihr, dann mache ich halt morgen weiter. Wenn es dauerhaft wäre das blöd. Der zweite Haken dabei ist aber, dass das Leute Geld kostet. Nicht euch, für euch ist das ja offensichtlich kostenlos, aber andere Leute bezahlen natürlich dafür. Das ist bei einigen Sachen sind das ehrenamtliche Vereine, die das in ihrer Freizeit machen und eigenes Geld in die Hand nehmen. Manchmal sind das kleine Unternehmen und die schenken euch das. Und das muss man einfach erstmal wissen. Das ist vielen vielleicht einfach gar nicht klar. So, was passiert eben genau das Gleiche. Und ich habe da auch ein Beispiel. Nehmen wir einfach h5p.org. Vielleicht kennt ihr das. Das ist eine meiner Lieblingsplattformen und was kann man dort tun? Da kann man interaktive Übungen erstellen, also Lückentexte und Multiple-Choice-Fragen und noch viele Sachen mehr. Ist erstmal kostenlos, denn die Software ist Open Source, das heißt, die kann man sich runterladen und kann die installieren. Man kann auch so Bezahldienste könnte man nehmen, wo man die Software nutzen kann. Man bezahlt dann eben für den Speicher und die Rechenleistung und sowas. Die wenigsten machen das aber, denn auf h5p.org kann man Inhalte kostenlos anlegen. Das ist zwar nur zum Testen gedacht, aber wenn Leute Geld zahlen sollen, nehmen sie natürlich die kostenlose Variante. Und das Problem ist jetzt haben wir diese Tragik der Offenheit oder die Tragik der Allmende. Das heißt, viele Menschen tun das, die nutzen kostenlos diese Plattform und bringen da ihre Schafe, ihre Schülerinnen drauf. Und irgendwann sind es einfach so viele, dass die Plattform das nicht mehr verkraftet. Und eure SchülerInnen verhungern und am Ende auch ihr, weil eure Inhalte vielleicht weg sind. So, deshalb einfach meine Bitte, macht euch bewusst, dass die Angebote für euch zwar kostenlos sind und die Firmen dahinter das auch gerne machen, aber du bist zu einem bestimmten Grad. Irgendwann sagen sie, wir können es nicht mehr und dann ist die Plattform weg vom Fenster und der ganze Dienst ist für euch weg. Und wenn ihr einfach das nächste Mal irgendwie so eine neue, coole Plattform oder Software findet, dann fragt vielleicht nicht als erstes, hey, ist das kostenlos? Sondern ne, mit dem Hinterkopf, Tragik der Allmende, Tragik der Offenheit, wie kann ich denn diesen Dienst nutzen, aber das nachhaltig?